Der blutige Pfahl. Seit diesem Jahr wird er an Unternehmen verliehen, die angeblich besonders stark Arbeitnehmerrechte beschneiden. Aktivisten haben diesen Preis erfunden. Wir sind von der Aktion Arbeitsunrecht. Wir machen aufmerksam darauf, dass die Arbeitgeberseite gegen die Beschäftigten vorgeht, und zwar auch unter Missachtung geltender Gesetze. Unter den Aktivisten, Gewerkschafter, Betroffene, Arbeitsrechtler. Für sie sind solche Unternehmen Blutsauger, die für ihre Gewinnmaximierung Arbeitnehmer einschüchtern. Hallo, bitte, läuft die Tür. Ja, alles klar. Okay. Sie kämpfen gegen die Zerschlagung von Gewerkschaften oder das Ausschalten ganzer Betriebsräte. Dieses Phänomen heißt Union Busting. Wir wollen wissen, sind Arbeitnehmerrechte in Deutschland wirklich in Gefahr? Unsere Recherche beginnt bei einem Obi-Baumarkt. Mit mehr als 350 Filialen hierzulande ist Obi Marktführer. Diese Filiale ist seit 2016 geschlossen. Laut Obi, weil der Markt seit Eröffnung immer nur Verluste machte. Knapp 70 Mitarbeiter waren davon betroffen. Fast vor einem Jahr ist der Arbeitgeber hergegangen und hat die Schließung verkündet. Und übermorgen braucht ihr nicht mehr kommen, wir machen zu. Hammer. Thomas Görlebeck von der Gewerkschaft Verdi wirft dem Unternehmen vor, mit der Schließung gezielt den Betriebsrat ausgeschaltet zu haben. Ohne dieses Gremium besitzen Angestellte keinerlei Mitspracherecht im Unternehmen. Hier gab es einen starken Betriebsrat, erzählt er uns. Der Gewerkschaftsvertreter kämpfte bis zuletzt an dessen Seite für den Erhalt der Filiale. Es ist schon eine freie unternehmerische Entscheidung, einen defizitären Markt zu schließen. Natürlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, aber der Gesetzgeber schreibt vor, dass im Stadium der Überlegung der Arbeitgeber auf den Gesamtbetriebsrat, auf die Betriebsräte zugehen muss und beraten muss, was denn die Alternative zum Worst-Case-Szenario, nämlich Schließung sein muss. Das hat der Arbeitgeber nicht gemacht. Einen Tag vorher wurde der Gesamtbetriebsrat informiert. Also wenn man uns erzählt, man steht Mittwoch früh auf und sagt, Augsburg, schließen, hurra, und greift zum Telefon. Also das glaubt doch kein Mensch. Die Planungen waren schon länger in der Schublade und hier hat man einfach Gesetze gebrochen. Die Behauptung, die Sie jetzt sagen, diese Motivation, die dahinter steckt, das können Sie in keinster Weise belegen, oder? Belegen ist immer schwierig, weil Sie werden niemals einen Arbeitgeber finden, der sagt, ja, ich mag keine Betriebsräte, was vielleicht mal ein Stück ehrlich wäre in der Arbeitswelt, sondern man schiebt immer Sachargumente vor, betriebliche Zwänge, wirtschaftliche Zwänge. Der Betriebsrat hatte in Augsburg mit Hilfe der Gewerkschaft den Tariflohn durchsetzen können. Das bedeutete für die Mitarbeiter mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub. Im Gegensatz zu Angestellten in anderen Obi-Baumärkten, wo kein Tariflohn gilt. Deshalb ist Görlebecks Verdacht besonders pikant. Die Schließung soll nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sein, sondern um die nach Tariflohn bezahlten Angestellten loszuwerden. Zum anderen sollte laut Görlebeck die stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende aller Obi-Märkte Deutschlands kaltgestellt werden. Sie war hier in Augsburg angestellt. Die These kann man natürlich jetzt nicht anhand von Papier oder Dokumenten oder Tonbandaufzeichnungen beweisen. Aber wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, wo der Gesamtbetriebsrat zusammen mit uns einen Plan entwickelt hat, wie man alle Märkte so schnell wie möglich in Tarifbindung bekommt und wir am Loslaufen waren, geht Obi her und haut die Köpfe der vermeintlichen Vordenker gewerkschaftlicher Natur, haut die Köpfe weg und Ruhe ist. Wir wollen mit Obi über den Fall Augsburg ins Gespräch kommen, fahren zur Unternehmenszentrale in der Nähe von Köln. Das Unternehmen beschäftigt über 46.000 Mitarbeiter. 2015 betrug der Gesamtumsatz 6,7 Milliarden Euro. Wir bekommen kein Interview. Schriftlich teilt uns Obi jedoch mit: Weder die Zahlung eines Tariflohnes am Standort noch die Beschäftigung der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates in dem Markt hatten Einfluss auf die getroffene Schließungsentscheidung.
Fast zeitgleich, in Sömmerda in Thüringen, schied der Gesamtbetriebsratsvorsitzende aller deutschen Obi-Märkte aus dem Unternehmen aus. Nur auf andere Weise. Wegen eines Betriebsübergangs. Vor die Kamera möchte er nicht. Stattdessen treffen wir Thomas Voss von der Gewerkschaft Verdi. Er erzählt uns, dass die Filiale gar nicht mehr zu Obi gehört, sondern an ein anderes Unternehmen verkauft wurde. Da steht auch Obi drauf. Jetzt sagen Sie mir aber, da ist Obi gar nicht mehr drin. Ja, Obi nicht mehr drin, insofern, als dass das Unternehmen nicht mehr dahinter steht, sondern das ist eine Erscheinung, die wir weiterhin im Handel haben. Es gibt Privatunternehmen, die sozusagen das Firmenlogo kaufen und, oder mieten und als Franchise-Unternehmen ja. tätig werden. Die Kunden merken nichts davon, dass dieser Markt geschlossen wird, von Obi geschlossen wird okay. und verkauft wird und deswegen der Kollege nicht länger Gesamtbetriebsratsvorsitzender ist, sondern dann das Unternehmen verlässt mit dem Markt. Bei solch einem Betriebsübergang muss sich jeder Mitarbeiter entscheiden, ob er mit seinem Arbeitsverhältnis zum neuen Eigentümer geht. Denn der muss die bisherigen Mitarbeiter auf jeden Fall übernehmen. Für sie gilt dann ein Jahr Kündigungsschutz. Weigere ich mich als Arbeitnehmer, dem Betriebsübergang zuzustimmen, kann es passieren, dass Obi keine Alternative für mich hat und mir so kündigen kann. Genauso kam es. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wollte nicht zum neuen Eigentümer und wurde gekündigt. Die Gewerkschaft zieht daraus ihre eigenen Schlüsse. Sie sind dadurch den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden losgeworden, ja. So wie in Augsburg durch Schließung des Marktes gleich auch seine Stellvertreterin. Wir haben davon gesprochen, dass damit der Gesamtbetriebsrat geköpft worden ist und natürlich in der Person des Betriebsratsvorsitzenden von Sömmerda auch der Konzernbetriebsrat geköpft worden ist. Und das ist eine legale Methode. Mhm. In Deutschland kann man das nicht angehen. Wir fragen bei Obi nach, ob der Vorwurf der Gewerkschaft stimmt. Konkret beantwortet das Unternehmen unsere Frage nicht, teilt uns dazu aber schriftlich mit. Die 114 Mitglieder des Gesamtbetriebsrates der Obi GmbH und Deutschland KG haben sich 2016 neu organisiert und waren kurzfristig in der Lage, einen neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates zu bestellen. Solche Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sollen eigentlich von vornherein verhindert werden. Dafür wurde hier im ehemaligen Bundestag Bonn das Betriebsverfassungsgesetz 1972 zuletzt neu gefasst. Meine Damen und Herren, ist noch ein Abgeordneter im Saal, der seine Stimmkarte noch nicht abgegeben hat. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung. Seitdem ist es gesetzlich festgeschrieben. Arbeitnehmer eines privaten Betriebs mit mindestens 5 Beschäftigten haben grundsätzlich das Recht, einen Betriebsrat zu wählen. Und dadurch kann der Arbeitgeber keine dieser folgenden Maßnahmen ohne die Zustimmung des Betriebsrates durchsetzen. Arbeitszeiten, Urlaub, Arbeitsentgelt. Dieses gesetzlich verbriefte Recht soll Arbeitnehmer vor Willkür des Arbeitgebers schützen. Doch wenn Unternehmen zum Beispiel Filialen verkaufen oder schließen, ist das legitim. Der Betriebsrat kann nichts dagegen machen. So kann man ihn legal loswerden, sagt Patrick Fütterer. Wir treffen den Arbeitsrechtler im ehemaligen Bundestag in Bonn. Er vertritt Arbeitnehmer, wenn Arbeitgeber versuchen, gegen Gewerkschaften und Betriebsräte vorzugehen. Diese Strategien bauen ganz häufig darauf auf, nicht so sehr juristisch zu gewinnen. Das funktioniert auch manchmal. Aber die bauen vor allem darauf auf, so lange psychischen Druck auf Betriebsratsmitglieder auszuüben, dass die irgendwann sagen, aufgeben. Ich will nicht mehr, geben auf, ich lasse mich dann eben auszahlen und scheiden dann aus. Wenn ein Arbeitgeber einen Betriebsrat verhindert oder gegen Betriebsräte vorgeht, welche Strafen drohen ihm dann? Wenn man das alles nachweisen kann, das läuft ja häufig auch sehr subtil ab, dann gibt es eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Aber Freiheitsstrafen, das ist mir jetzt nicht bekannt, also in der Regel. Das heißt, es gibt keine Abschreckung für die Arbeitgeber. Warum? Union Busting ist ja jetzt wirklich kein ganz, ganz neues Phänomen. Ja, für die Justiz denke ich schon. Also wenn man sich die
auch die Fachdiskussionen anschaut, fällt mir jetzt kein Fachartikel ein, der sich mit Union Busting oder mit Behinderung der Betriebsratsarbeit auseinandersetzt. Das heißt also, die Welt da draußen, die ist eigentlich schon viel, viel weiter als die Welt der Justiz, die sich eigentlich dieser Sache annehmen müsste. Das kann man so sagen. Weiter als die Gerichte sind schon manche Anwaltskanzleien, die zum Umgang mit Betriebsräten und Gewerkschaften Beratungen und Seminare anbieten. Sie vertreten ausschließlich Arbeitgeber. Schon nach wenigen Klicks im Netz stoßen wir auf Publikationen solcher Anwälte mit Titeln wie Kündigung von Unkündbaren sowie Seminare mit Überschriften wie So weisen Sie Ihren Betriebsrat in die Schranken. Wir fahren nach Berlin, um die Politik mit unseren Recherchen zu konfrontieren. Wir wollen wissen, warum geht der Gesetzgeber nicht offensiv dagegen vor, dass Betriebsräte ausgeschaltet werden sollen? CDU und SPD wollten uns kein Interview geben. Vor die Kamera geht nur die Partei Die Linke. Wir treffen die arbeitspolitische Sprecherin Jutta Krellmann, die das Thema intensiv bearbeitet. Schon lange fordert sie die Regierungsparteien zum Umdenken auf. Die Ideen liegen ja auch alle auf dem Tisch. Ne? Der DGB hat Vorschläge gemacht, die Einzelgewerkschaften haben Vorschläge gemacht, die Parteien, die Oppositionsparteien haben Vorschläge gemacht. Die einzigen, wo das noch nicht angekommen ist, sind die Regierungsparteien. Welche Lösungsansätze sehen Sie, um in Deutschland gegen Union Busting vorzugehen? Auf politischer Seite, aber auch in den Gerichten? Wenn es zu solchen Fällen kommt, müssten wirklich am Ende Strafen dahinter stehen, die auch wehtun. Da war unsere Idee, dass man eben versucht, an der Stelle auch sowas zu bilden wie Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich speziell mit dem Thema der Betriebsverfassung und dem Umgang mit betrieblicher Interessenvertretung in den Betrieben auch beschäftigen. Das wäre aus unserer Sicht eine echte Hilfe. Bisher kämpfen nur die Aktivisten von Arbeitsunrecht gegen Union Busting, so wie hier Anfang des Jahres in Düsseldorf. Sie sind vor die Zentrale von Waterland gezogen. Das Unternehmen hält die Mehrheit an den Median-Kliniken, Deutschlands größtem privaten Reha-Konzern. 2016 wurde diese eine Median-Klinik in Bad Oeynhausen geschlossen. 140 Mitarbeiter verloren damit im Konzern ihre Arbeit. Median sagt, die Schließung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verdacht der Gewerkschaften. Der Betriebsrat hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für höhere Tariflöhne eingesetzt. Dieser Arbeitskampf habe das Unternehmen zur Schließung veranlasst. Median weist diese Vorwürfe zurück. Vor dem Arbeitsgericht kämpft ein Jahr danach nur noch eine der 140 Mitarbeiter um ihren Arbeitsplatz. Für Sabine Thiemeyer-Bax ist ein Urteil noch in weiter Ferne. Das spielt den Arbeitgebern in die Karten. Sie können leichter ein langes Gerichtsverfahren aushalten, während die Arbeitnehmer langsam aushungern. Wie lange wollen Sie das noch durchziehen, wenn es sich immer weiter hinzieht? Mein Arbeitsplatz ist mir wichtig und ich habe in meinem Leben nie was anderes gemacht. Ich bin mit 19 Jahren in diesem Unternehmen eingestiegen. Ich glaube einfach daran, dass ich im Recht bin. Gewerkschaftsmitglied Thiemeyer-Bax ist der Meinung, dass ihre Kündigung nicht rechtens sei. Sie sagt, Median betreibe 4 Kliniken als Verbund. In ihrem Arbeitsvertrag stehe, dass sie für alle tätig sein sollte. Deshalb hätten auch alle Mitarbeiter des Klinikverbundes bei den anstehenden Kündigungen berücksichtigt werden müssen. Dann hätte man ihr wegen ihrer langen Betriebszugehörigkeit nicht kündigen dürfen, meint sie. Klinikverbund? Wir recherchieren und stellen fest, als kaufmännischer Leiter der Median-Kliniken ist Lars Forsthofen in den 3 noch bestehenden Kliniken aufgeführt. Und uns liegt ein Schreiben vor, dass er auch bei der geschlossenen Klinik als kaufmännischer Leiter tätig war. Wenn alle 4 Kliniken zentral geleitet wurden, hätten dann nicht auch alle Mitarbeiter bei den Kündigungen berücksichtigt werden müssen? Wir wollen darüber nach der Verhandlung mit Lars Forsthofen und seinem Anwalt ins Gespräch kommen. Wir würden gerne mit Ihnen mal, da wir schon mit der Gegenseite gesprochen haben, Ihre Sicht der Dinge gerne mal vor der Kamera hören, ob das die Streiterei Sinn macht oder nicht. Deshalb komme ich ganz nett auf Sie zu. Nein, aber ich sage Ihnen auch ganz nett, nein, von meiner Seite her nicht. Und warum nicht? Das sehe ich keinen Bedarf. Das muss reichen. Wäre natürlich sehr interessant, auch für den Zuschauer zu erfahren, weil Sie haben ja hier in dem Verfahren auch klare Kante gezeigt. Ne?
Wie sieht es mit Ihnen aus, Herr Dr. Reuter? Sie sind ja der rechtliche Beistand. Wiederschauen. Tschüss. Könnten wir mit Ihnen darüber sprechen, wie da die aktuelle Sachlage ist? Aber Sie könnten das dem Zuschauer doch gut erklären, woran es liegt, dass man hier noch streitet und ob es Sinn macht oder nicht. Können wir denn noch mal auf Sie zukommen, in anderer Art und Weise? Sie sprechen gar nicht mehr mit uns. Vor der Kamera kommen wir nicht ins Gespräch. In einer ausführlichen Stellungnahme an uns lässt Median die Frage letztendlich unbeantwortet, warum bei den Kündigungen nicht alle Kliniken berücksichtigt wurden. Ein Urteil in diesem Fall ist nicht abzusehen, weil Arbeitsgerichte erst einmal nach einvernehmlichen Lösungen suchen, bevor sie Recht sprechen. Der übliche Ablauf, bestätigt uns Dr. Patrick Fütterer. 60% aller arbeitsgerichtlichen Verfahren enden durch Vergleich. Wenn da immer Urteile geschrieben werden müssten, dann könnte man angesichts der Personalsituation im öffentlichen Dienst, wäre die Arbeitsgerichtsbarkeit komplett belastet. Das geht eben auch zu Lasten dessen, dass dann eben nicht sofort Recht gesprochen wird, sondern dass man dann eben versucht, kann man sich irgendwo in der Mitte treffen. Und das ist natürlich bei Union-Busting-Auseinandersetzungen schwierig. Die großen Firmen sitzen in der Regel also am längeren Hebel, haben mehr Zeit und Geld und genug betriebswirtschaftlichen Spielraum. Umso schwerer haben es die Gewerkschafter in ihrer täglichen Arbeit. Das zeigt auch das Beispiel Amazon. Der weltweit größte Online-Versandhändler hat über 300.000 Mitarbeiter. Knapp 12.000 davon arbeiten in Deutschland in der Logistik. Trotzdem möchte das Unternehmen seit Jahren keinen Tarifvertrag für die Mitarbeiter abschließen. Wir sind in Leipzig, vor einem der neuen Amazon-Lager in Deutschland. Noch ist vor dem Gebäude niemand zu sehen. Denn damit Amazon nicht vorgewarnt ist, müssen Streiks bis zur letzten Sekunde geheim bleiben. Fünfzehn Minuten später geht es los. Die ersten Lagermitarbeiter kommen in gelben Westen der Gewerkschaft Verdi nach unten. Kurz zuvor hat die Streikleitung im Lager mit Trillerpfeifen zum Arbeitskampf aufgerufen. Wir haben das Recht auf unserer Seite. Wir stehen draußen und ihr seid das Beispiel dafür, damit sich etwas verändert. Und ihr habt schon viel verändert. Erfolge gab es bislang schon. Nur die reichen Verdi und den Arbeitnehmern noch nicht aus. Wir sprechen mit einem Mitglied der Streikleitung. Patrick Burkhardt steht schon seit 4 Jahren mit der Gewerkschaft auf der Straße. Wir haben schon vieles bewirkt, es hat sich vieles verbessert. Aber wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht, also den Tarifvertrag. Und da arbeiten wir jetzt immer noch dran. Tarifvertrag würde bedeuten mehr Lohn, eine 38-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, sowie über 1.000 Euro Urlaubsgeld plus über 1.000 Euro Weihnachtsgeld. Alles wäre für die Arbeitnehmer sicher geregelt. Aktuell zahlt Amazon kein Urlaubsgeld und gewährt nur 28 Urlaubstage. Dennoch setzen sich von den rund 1.900 Mitarbeitern in Leipzig nur um die 100 für einen Tarifvertrag ein. Warum sind überhaupt Kollegen jetzt noch im Lager gerade? Viele haben die Befürchtung, ja, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich vielleicht mit irgendwelchen Maßnahmen rechnen, dass ich vielleicht Ärger bekomme. Was sagen Sie hier zum Thema Union Busting und Amazon? Amazon macht schon Union Busting. Also man merkt es, zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier draußen am Streik beteiligt, dann weiß man, okay, sämtliche Aufstiegsmöglichkeiten bleiben mir verwehrt. Amazon antwortet schriftlich auf den Vorwurf, dass streikende Arbeitnehmer keine Aufstiegschancen hätten. Das ist Unsinn. Und Amazon akzeptiert das Streikrecht der Mitarbeiter. Am Amazon-Standort Leipzig gibt es seit rund 8 Jahren einen Betriebsrat. Verdi ist aktiv. Die Gewerkschaften wollen einen Fuß in die Tür großer Unternehmen bekommen. Denn wenn ihnen das nicht gelingt, verlieren sie auch an Bedeutung. Wir sprechen mit dem Gewerkschafter Thomas Schneider. Warum habt ihr es nach 4 Jahren Streik jetzt noch nicht geschafft, den Tarifvertrag durchzusetzen als Gewerkschaft? Weil wir noch nicht mächtig genug sind.
Also, zum Durchsetzen eines Tarifvertrages musst du mächtig sein. Wenn wir hier 80-90% Organisationsgrad hätten, dann hätten wir schon längst den Tarifvertrag. Das wäre auch für euch als Gewerkschaft gut, so viele Mitglieder dadurch zu bekommen, oder? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube nicht, dass im Vordergrund jetzt die Anzahl der Mitglieder steht. Ich glaube, im Vordergrund steht, ein Beispiel zu setzen, zu zeigen, es lohnt sich, sich auseinanderzusetzen, sich zu organisieren. Erst wenn sich die Beschäftigten bewegen, bewegt sich Amazon. Und das ist die Erfahrung, die die Kollegen machen. Eine der langjährigen Streikenden ist Julia Bau. Sie ist seit 7 Jahren bei Amazon und hat einen unbefristeten Vertrag. Daher setzt sich die 27-Jährige auch stellvertretend für einige Kollegen ein. Die Leute, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben, ne, die haben halt Angst. Und wenn die rauskommen sollten und mitstreiken, ist die Möglichkeit überhaupt nicht gegeben für eine Festeinstellung. Und das kann es in meinen Augen nicht sein. Amazon widerspricht diesem Vorwurf. Ob Mitarbeiter unbefristet beschäftigt werden, hinge von vielen Faktoren ab. Gewerkschaftliches Engagement sei jedoch nicht Grundlage der Entscheidung. Außerdem teilt das Unternehmen mit, Amazon beweist jeden Tag, dass Unternehmen auch ohne Tarifvertrag gute Arbeitgeber sein können. Ist es wirklich das Ziel von Arbeitgebern, starke Gewerkschaften in den Betrieben zu verhindern? Wir bitten die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, kurz BDA, um eine Stellungnahme. Wir erhalten zu den von uns recherchierten Fällen folgende Antworten. Details zu den beschriebenen Einzelfällen sind uns nicht bekannt. Daher können wir sie nicht bewerten. Außerdem teilt der Sprecher unter anderem mit: Union Busting ist kein deutsches Phänomen. Arbeitgeber und Betriebsräte arbeiten vertrauensvoll zusammen. Im folgenden Fall kam es gar nicht erst zu einer Zusammenarbeit. Als die Mitarbeiter der Deutsche Grundstücksservice GmbH mit Sitz in Hannover einen Betriebsrat aufbauen wollten, folgte kurz darauf die Kündigung der 89 Angestellten. Auch hier äußert eine Gewerkschaft uns gegenüber den Verdacht, dass damit Betriebsratsarbeit verhindert werden sollte, um der Belegschaft kein Mitspracherecht zu gewähren. Wir treffen Alexandra Noatnik, ehemalige Hausmeisterin der Dienstleistungsfirma. Sie hatte sich bis Januar um diese 3 Hochhäuser gekümmert. Begleitet wird sie von Frank Lattrich, Gewerkschafter der IG Bau. Er vermutet hinter der Massenentlassung Methode. Damit hat man die Politik weiterverfolgt, die man halt vorher auch schon betrieben hat. Man hat versucht, dem Betriebsrat Steine in den Weg zu legen. Man hat versucht, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Warum? Ich sag mal so, sie wollen durchregieren und Demokratie im Betrieb ist nicht gern gesehen. Über eine Anwaltskanzlei lässt die Deutsche Grundstücksservice GmbH dazu mitteilen: Zu keinem Zeitpunkt wurde versucht, eine Betriebsratswahl oder eine Betriebsratsgründung zu verhindern. Alexandra Noatnik erhielt nach der Betriebsversammlung Anfang Januar ihre Kündigung. Das war im Prinzip Schock. Und da hätte, glaube ich, auch keiner von uns mit gerechnet, dass das passieren würde. Weil ich habe mir auch nicht zu Schulden kommen lassen. Ich habe meine Arbeit ordnungsgemäß gemacht. Das bestätigen auch Mieter aus den Hochhäusern, für die die Hausmeisterin bis Anfang Januar zuständig war. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, wieso eine so kompetente Hausmeister einfach vor die Türe gesetzt wird. Das ist eine Frechheit, ganz ehrlich. Ich kann das immer noch nicht verstehen. Das war die beste Hausmeisterin, die es hier überhaupt gab. Die Anwaltskanzlei des Unternehmens schreibt uns zu den Kündigungen: Nicht die schlechte Qualität der Arbeit der ehemaligen Mitarbeiter sei der Kündigungsgrund gewesen, sondern es wurde die rein unternehmerische Entscheidung getroffen, dass die Leistungen nicht mehr durch eigene Mitarbeiter, sondern durch einen anderen Auftragnehmer ausgeführt werden sollen. Aufgrund der Kündigungen liefen die Bemühungen der Mitarbeiter, einen Betriebsrat gründen zu wollen, ins Leere. Bereuen Sie das jetzt? Nein. Warum? Weil ich von Anfang an der Meinung war, dass wir das Richtige tun.
Von solchen Fällen, in denen es gar nicht erst zu einem Betriebsrat kommt, berichten Gewerkschaften immer wieder. Wir treffen Martin Behrens von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er hat dazu geforscht und kennt einige Beispiele aus der Praxis. Behrens sieht hier die Gewerkschaften noch völlig auf sich allein gestellt. Die Gewerkschaften sind hier sicherlich an vorderster Front gefragt und sie tun dies auch mit ihren Rechtsberatungskapazitäten, mit ihren Hauptamtlichen vor Ort. Aber ich fürchte, alleine werden sie überfordert. Der Schutz von Personen, die noch nicht Kandidatinnen oder Kandidaten sind, sondern sich aufmachen, einen Betriebsrat zu gründen, der muss verbessert werden. Diese sind bislang unter der aktuellen Gesetzeslage weitgehend ungeschützt. Hier ist Bedarf für den Gesetzgeber. In Berlin möchten uns keine weiteren Politiker ein Interview dazu geben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales äußert sich allerdings schriftlich zu den von uns recherchierten Fällen. Die unter dem Stichwort Union Busting benannten Fälle sind in der Öffentlichkeit und auch dem Ministerium bekannt und werden aufmerksam verfolgt. Gehandelt wird hier offenbar trotzdem nicht, obwohl man Lösungsansätze kennt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS, hat im Weißbuch zu Arbeiten 4.0 darauf hingewiesen, dass Überlegungen bestehen, die im Betriebsverfassungsgesetz bestehenden Sanktionen zu verschärfen. Der stellvertretende arbeitspolitische Sprecher der SPD, Bernd Rützel, antwortet uns schriftlich, dass er die Behinderung von Arbeitnehmervertretungen verurteile und eine Verschärfung der Gesetze fordere. Er schreibt uns: Arbeitnehmervertreter brauchen verlässlichen Schutz vor Diskriminierung am Arbeitsplatz. Am Ende schauen wir noch einmal auf OBI. Die Filiale Erfurt wird bestreikt. Thomas Voss von Verdi hat uns eingeladen. Er will uns zeigen, dass die Belegschaft weiter bereit ist zu kämpfen. Der normale Betrieb im Baumarkt läuft weiter, da nicht alle Mitarbeiter in der Gewerkschaft sind. Der Streik läuft damit quasi ins Leere. Die Kunden sausen und flitzen hier so vorbei. Ich habe jetzt gesagt, die streiten wegen Verdi. Also einfach so, das ist ja so. Ne? Aber dann irgendwie auch schnell weiter. Und weil wir jetzt unbedingt eine Farbe wollen, weil wir unseren Wohnwagen streichen wollen. Und dann hat man, glaube ich, für sowas gar keinen richtigen Gedanken. Was halten Sie von der Streikaktion? Ja, an sich nicht schlecht und notwendig, ja. Mindestlohn und alles, was so dazugehört, aber sinnlos. Warum sinnlos? Hier wird gestreikt und der Laden ist offen, wird gearbeitet, der Betrieb geht weiter, völlig verpufft, die Waffe ist nicht geladen. Unsere Recherchen zeigen: Wer sich für seine Arbeitnehmerrechte einsetzt, muss unter Umständen fürchten, seinen Job zu verlieren. Das versetzt auch die Gewerkschaften in Alarmstimmung. Denn für sie geht es auch ums Überleben. Denn ohne Mitglieder verlieren Gewerkschaften ihren Einfluss und somit ihre Macht gegenüber den Arbeitgebern. Sie kämpfen gegen die Zerschlagung von Gewerkschaften oder das Ausschalten ganzer Betriebsräte. Dieses Phänomen heißt Union-Busting. Wir wollen wissen, sind Arbeitnehmerrechte in Deutschland wirklich in Gefahr? Unsere Recherche beginnt bei einem OBI-Baumarkt. Mit mehr als 350 Filialen hierzulande ist OBI Marktführer. Diese Filiale ist seit 2016 geschlossen. Laut OBI, weil der Markt seit Eröffnung immer nur Verluste machte. Knapp 70 Mitarbeiter waren davon betroffen. Fast vor einem Jahr ist der Arbeitgeber hergegangen und hat die Schließung verkündet. Und übermorgen braucht ihr nicht mehr kommen, wir machen zu. Hammer.
Thomas Görlebeck von der Gewerkschaft Verdi wirft dem Unternehmen vor, mit der Schließung gezielt den Betriebsrat ausgeschaltet zu haben. Ohne dieses Gremium besitzen Angestellte keinerlei Mitspracherecht im Unternehmen. Hier gab es einen starken Betriebsrat, erzählt er uns. Der Gewerkschaftsvertreter kämpfte bis zuletzt an dessen Seite für den Erhalt der Filiale. Es ist schon eine freie unternehmerische Entscheidung, einen defizitären Markt zu schließen. Natürlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, aber der Gesetzgeber schreibt vor, dass im Stadium der Überlegung, der Arbeitgeber auf den Gesamtbetriebsrat, auf die Betriebsräte zugehen muss und beraten muss, was denn die Alternative zum Worst-Case-Szenario, nämlich Schließung sein muss. Das hat der Arbeitgeber nicht gemacht. Einen Tag vorher wurde der Gesamtbetriebsrat informiert. Also wenn man uns erzählt, man steht Mittwoch früh auf und sagt, ah, Augsburg, schließen, hurra, und greift zum Telefon. Also das glaubt doch kein Mensch. Die Planungen waren schon länger in der Schublade und hier hat man einfach Gesetze gebrochen. Die Behauptungen, die Sie jetzt sagen, diese Motivation, die dahinter steckt, das können Sie in keinster Weise belegen, oder? Belegen ist immer schwierig, weil Sie werden niemals einen Arbeitgeber finden, der sagt, ja, ich mag keine Betriebsräte, was vielleicht mal ein Stück ehrlich wäre in der Arbeitswelt, sondern man schiebt immer Sachargumente vor, betriebliche Zwänge, wirtschaftliche Zwänge. Der Betriebsrat hatte in Augsburg mit Hilfe der Gewerkschaft den Tariflohn durchsetzen können. Das bedeutete für die Mitarbeiter mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub. Im Gegensatz zu Angestellten in anderen Obi-Baumärkten, wo kein Tariflohn gilt. Deshalb ist Görlebecks Verdacht besonders pikant. Die Schließung soll nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sein, sondern und genug betriebswirtschaftlichen Spielraum. Umso schwerer haben es die Gewerkschafter in ihrer täglichen Arbeit. Das zeigt auch das Beispiel Amazon. Der weltweit größte Online-Versandhändler hat über 300.000 Mitarbeiter. Knapp 12.000 davon arbeiten in Deutschland in der Logistik. Trotzdem möchte das Unternehmen seit Jahren keinen Tarifvertrag für die Mitarbeiter abschließen. Wir sind in Leipzig, vor einem der neuen Amazon-Lager in Deutschland. Noch ist vor dem Gebäude niemand zu sehen. Denn damit Amazon nicht vorgewarnt ist, müssen Streiks bis zur letzten Sekunde geheim bleiben. Fünfzehn Minuten später geht es los. Die ersten Lagermitarbeiter kommen in gelben Westen der Gewerkschaft Verdi nach unten. Kurz zuvor hat die Streikleitung im Lager mit Trillerpfeifen zum Arbeitskampf aufgerufen. Wir haben das Recht auf unsere Seite. Wir stehen draußen und ihr seid das Beispiel dafür, damit sich etwas verändert. Und ihr habt schon viel verändert. Erfolge gab es bislang schon. Nur die reichen Verdi und den Arbeitnehmern noch nicht aus. Wir sprechen mit einem Mitglied der Streikleitung. Patrick Burkhardt steht schon seit 4 Jahren mit der Gewerkschaft auf der Straße. Wir haben schon vieles bewirkt. Es hat sich vieles verbessert. Aber wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht, also den Tarifvertrag. Und da arbeiten wir jetzt immer noch dran. Tarifvertrag würde bedeuten mehr Lohn, eine 38-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage, sowie über 1.000 Euro Urlaubsgeld plus über 1.000 Euro Weihnachtsgeld. Alles wäre für die Arbeitnehmer sicher geregelt. Aktuell zahlt Amazon kein Urlaubsgeld und gewährt nur 28 Urlaubstage. Dennoch setzen sich von den rund 1.900 Mitarbeitern in Leipzig nur um die 100 für einen Tarifvertrag ein. Warum sind überhaupt Kollegen jetzt noch im Lager gerade? Viele haben die Befürchtung, ja, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich vielleicht mit irgendwelchen Maßnahmen rechnen, dass ich vielleicht Ärger bekomme. Was sagen Sie hier zum Thema Union Busting und Amazon? Amazon macht schon Union Busting. Also man merkt es, zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier draußen am Streik beteiligt, dann weiß man, okay, sämtliche Aufstiegsmöglichkeiten bleiben mir verwehrt. Amazon antwortet schriftlich auf den Vorwurf, dass streikende Arbeitnehmer keine Aufstiegschancen hätten. Das ist Unsinn. Und Amazon akzeptiert das Streikrecht der Mitarbeiter. Am Amazon-Standort Leipzig gibt es seit rund 8 Jahren einen Betriebsrat. Verdi ist aktiv. Die Gewerkschaften wollen einen Geld und genug betriebswirtschaftlichen Spielraum. Umso schwerer haben es die Gewerkschafter in ihrer täglichen Arbeit.
Das zeigt auch das Beispiel Amazon. Der weltweit größte Online-Versandhändler hat über 300.000 Mitarbeiter. Knapp 12.000 davon arbeiten in Deutschland in der Logistik. Trotzdem möchte das Unternehmen seit Jahren keinen Tarifvertrag für die Mitarbeiter abschließen. Wir sind in Leipzig, vor einem der neuen Amazon-Lager in Deutschland. Noch ist vor dem Gebäude niemand zu sehen. Denn damit Amazon nicht vorgewarnt ist, müssen Streiks bis zur letzten Sekunde geheim bleiben. Fünfzehn Minuten später geht es los. Die ersten Lagermitarbeiter kommen in gelben Westen der Gewerkschaft Verdi nach unten. Kurz zuvor hat die Streikleitung im Lager mit Trillerpfeifen zum Arbeitskampf aufgerufen. Wir haben das Recht auf unsere Seite. Wir stehen draußen und ihr seid das Beispiel dafür, damit sich etwas verändert. Und ihr habt schon viel verändert. Erfolge gab es bislang schon. Nur die reichen Verdi und den Arbeitnehmern noch nicht aus. Wir sprechen mit einem Mitglied der Streikleitung. Patrick Burkhardt steht schon seit 4 Jahren mit der Gewerkschaft auf der Straße. Wir haben schon vieles bewirkt, es hat sich vieles verbessert, aber wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht, also den Tarifvertrag, und da arbeiten wir jetzt immer noch dran. Tarifvertrag würde bedeuten mehr Lohn, eine 38-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage sowie über 1.000 Euro Urlaubsgeld plus über 1.000 Euro Weihnachtsgeld. Alles wäre für die Arbeitnehmer sicher geregelt. Aktuell zahlt Amazon kein Urlaubsgeld und gewährt nur 28 Urlaubstage. Dennoch setzen sich von den rund 1.900 Mitarbeitern in Leipzig nur um die 100 für einen Tarifvertrag ein. Warum sind überhaupt Kollegen jetzt noch im Lager gerade? Viele haben die Befürchtung, ja, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich vielleicht mit irgendwelchen Maßnahmen rechnen, dass ich vielleicht Ärger bekomme. Was sagen Sie hier zum Thema Union Busting und Amazon? Amazon macht schon Union Busting. Also man merkt es zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier draußen am Streik beteiligt, dann weiß man, okay, sämtliche Aufstiegsmöglichkeiten bleiben mir verwehrt. Amazon antwortet schriftlich auf den Vorwurf, dass streikende Arbeitnehmer keine Aufstiegschancen hätten. Das ist Unsinn. Und Amazon akzeptiert das Streikrecht der Mitarbeiter. Am Amazon-Standort Leipzig gibt es seit rund 8 Jahren einen Betriebsrat. Verdi ist aktiv. Die Gewerkschaft. Aber Freiheitsstrafen, das ist mir jetzt nicht bekannt. Also in der Regel. Das heißt, es gibt keine Abschreckung für die Arbeitgeber. Warum? Union Busting ist ja jetzt wirklich kein ganz, ganz neues Phänomen. Ja, für die Justiz denke ich schon. Also wenn man sich auch die Fachdiskussionen anschaut, fällt mir jetzt kein Fachartikel ein, der sich mit Union Busting oder mit Behinderung der Betriebsratsarbeit auseinandersetzt. Das heißt also, die Welt da draußen, die ist eigentlich schon viel, viel weiter als die Welt der Justiz, die sich eigentlich dieser Sache annehmen müsste. Das kann man so sagen. Ja. Weiter als die Gerichte sind schon manche Anwaltskanzleien, die zum Umgang mit Betriebsräten und Gewerkschaften Beratungen und Seminare anbieten. Sie vertreten ausschließlich Arbeitgeber. Schon nach wenigen Klicks im Netz stoßen wir auf Publikationen solcher Anwälte mit Titeln wie Kündigung von Unkündbaren sowie Seminare mit Überschriften wie So weisen Sie Ihren Betriebsrat in die Schranken. Wir fahren nach Berlin, um die Politik mit unseren Recherchen zu konfrontieren. Wir wollen wissen, warum geht der Gesetzgeber nicht offensiv dagegen vor, dass Betriebsräte ausgeschaltet werden sollen? CDU und SPD wollten uns kein Interview geben. Vor die Kamera geht nur die Partei Die Linke. Wir treffen die arbeitspolitische Sprecherin Jutta Krellmann, die das Thema intensiv bearbeitet. Schon lange fordert sie die Regierungsparteien zum Umdenken auf. Die Ideen liegen ja auch alle auf dem Tisch. Ne? Der DGB hat Vorschläge gemacht, die Einzelgewerkschaften haben Vorschläge gemacht, die Parteien, die Oppositionsparteien haben Vorschläge gemacht. Die einzigen, wo das noch nicht angekommen ist, sind die Regierungsparteien. Welche Lösungsansätze sehen Sie, um in Deutschland gegen Union Busting vorzugehen? Auf politischer Seite, aber auch in den Gerichten?
wenn es zu solchen Fällen kommt, mussten wirklich am Ende Strafen dahinter stehen, die auch wehtun. Da war unsere Idee, dass man eben versucht, an der Stelle auch sowas zu bilden wie Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich speziell mit dem Thema der Betriebsverfassung und dem Umgang mit betrieblicher Interessenvertretung in den Betrieben auch beschäftigen. Das wäre aus unserer Sicht eine echte Hilfe. Bisher kämpfen nur die Aktivisten von Arbeitsunrecht gegen Union Busting, so wie hier Anfang des Jahres in Düsseldorf. Sie sind vor die Zentrale von Waterland gezogen. Das Unternehmen hält die Mehrheit an den Median-Kliniken, Deutschlands größtem privaten Reha-Konzern. 2016 wurde diese eine Median-Klinik in Bad Oeynhausen geschlossen. 140 Mitarbeiter verloren damit im Konzern ihre Arbeit. Median sagt, die Schließung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verdacht der Gewerkschaften, der Betriebs-, sondern an ein anderes Unternehmen verkauft wurde. Da steht auch Obi drauf. Jetzt sagen Sie mir aber, da ist Obi gar nicht mehr drin. Ja, Obi nicht mehr drin, insofern, als dass das Unternehmen nicht mehr dahinter steht, sondern das ist eine Erscheinung, die wir weiterhin im Handel haben. Es gibt Privatunternehmen, die sozusagen das Firmenlogo kaufen und, oder mieten und als Franchise-Unternehmen ja tätig werden. Die Kunden merken nichts davon, dass dieser Markt geschlossen wird, von Obi geschlossen wird, okay, und verkauft wird und deswegen der Kollege nicht länger Gesamtbetriebsratsvorsitzender ist, sondern dann das Unternehmen verlässt mit dem Markt. Bei solch einem Betriebsübergang muss sich jeder Mitarbeiter entscheiden, ob er mit seinem Arbeitsverhältnis zum neuen Eigentümer geht. Denn der muss die bisherigen Mitarbeiter auf jeden Fall übernehmen. Für sie gilt dann ein Jahr Kündigungsschutz. Weigere ich mich als Arbeitnehmer, dem Betriebsübergang zuzustimmen, kann es passieren, dass Obi keine Alternative für mich hat und mir so kündigen kann. Genauso kam es. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wollte nicht zum neuen Eigentümer und wurde gekündigt. Die Gewerkschaft zieht daraus ihre eigenen Schlüsse. Sie sind dadurch den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden losgeworden, ja, so wie in Augsburg durch Schließung des Marktes gleich auch seine Stellvertreterin. Wir haben davon gesprochen, dass damit der Gesamtbetriebsrat geköpft worden ist und natürlich in der Person des Betriebsratsvorsitzenden von Sommer da auch der Konzernbetriebsrat geköpft worden ist. Und das ist eine legale Methode. Mhm. In Deutschland kann man das nicht angehen. Wir fragen bei Obi nach, ob der Vorwurf der Gewerkschaft stimmt. Konkret beantwortet das Unternehmen unsere Frage nicht, teilt uns dazu aber schriftlich mit. Die 114 Mitglieder des Gesamtbetriebsrates der Obi GmbH und Deutschland KG haben sich 2016 neu organisiert und waren kurzfristig in der Lage, einen neuen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates zu bestellen. Solche Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sollen eigentlich von vornherein verhindert werden. Dafür wurde hier im ehemaligen Bundestag Bonn das Betriebsverfassungsgesetz 1972 zuletzt neu gefasst. Meine Damen und Herren, ist noch ein Abgeordneter im Saal, der seine Stimmkarte noch nicht abgegeben hat. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich schließe die Abstimmung. Seitdem ist es gesetzlich festgeschrieben. Arbeitnehmer eines privaten Betriebs mit mindestens 5 Beschäftigten haben grundsätzlich das Recht, einen Betriebsrat zu wählen. Und dadurch kann der Arbeitgeber keine dieser folgenden Maßnahmen ohne die Zustimmung des Betriebsrates, sie von Frank Lattrich, Gewerkschafter der IG Bau. Er vermutet hinter der Massenentlassung Methode. Damit hat man die Politik weiterverfolgt, die man halt vorher auch schon betrieben hat. Man hat versucht, dem Betriebsrat Steine in den Weg zu legen. Man hat versucht, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Warum? Ich sag mal so, sie wollen durchregieren und Demokratie im Betrieb ist nicht gern gesehen. Über eine Anwaltskanzlei lässt die Deutsche Grundstücksservice GmbH dazu mitteilen: Zu keinem Zeitpunkt wurde versucht, eine Betriebsratswahl oder eine Betriebsratsgründung zu verhindern. Alexandra Noatnik erhielt nach der Betriebsversammlung Anfang Januar ihre Kündigung. Das war im Prinzip Schock. Und da hätte, glaube ich, auch keiner von uns mit gerechnet, dass das passieren würde.
weil ich habe mir auch nicht zu Schulden kommen lassen. Ich habe meine Arbeit ordnungsgemäß gemacht. Das bestätigen auch Mieter aus den Hochhäusern, für die die Hausmeisterin bis Anfang Januar zuständig war. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, wieso eine so kompetente Hausmeister einfach vor die Türe gesetzt wird. Das ist eine Frechheit, ganz ehrlich. Ich kann das immer noch nicht verstehen. Das war die beste Hausmeisterin, die es hier überhaupt gab. Die Anwaltskanzlei des Unternehmens schreibt uns zu den Kündigungen, nicht die schlechte Qualität der Arbeit der ehemaligen Mitarbeiter sei der Kündigungsgrund gewesen, sondern es wurde die rein unternehmerische Entscheidung getroffen, dass die Leistungen nicht mehr durch eigene Mitarbeiter, sondern durch einen anderen Auftragnehmer ausgeführt werden sollen. Aufgrund der Kündigungen liefen die Bemühungen der Mitarbeiter, einen Betriebsrat gründen zu wollen, ins Leere. Bereuen Sie das jetzt? Nein. Warum? Weil ich von Anfang an der Meinung war, dass wir das Richtige tun. Von solchen Fällen, in denen es gar nicht erst zu einem Betriebsrat kommt, berichten Gewerkschaften immer wieder. Wir treffen Martin Behrens von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Er hat dazu geforscht und kennt einige Beispiele aus der Praxis. Behrens sieht hier die Gewerkschaften noch völlig auf sich allein gestellt. Die Gewerkschaften sind hier sicherlich an vorderster Front gefragt und sie tun dies auch mit ihren Rechtsberatungskapazitäten, mit ihren Hauptamtlichen vor Ort. Aber ich fürchte, alleine wären sie überfordert. Der Schutz von Personen, die noch nicht Kandidatinnen oder Kandidaten sind, sondern sich aufmachen, einen Betriebsrat zu gründen, der muss verbessert werden. Diese sind bislang unter der aktuellen Gesetzeslage weitgehend ungeschützt. Hier ist Bedarf für den Gesetzgeber. Es ist schon eine freie unternehmerische Entscheidung, einen defizitären Markt zu schließen. Natürlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, aber der Gesetzgeber schreibt vor, dass im Stadium der Überlegung der Arbeitgeber auf den Gesamtbetriebsrat, auf die Betriebsräte zugehen muss und beraten muss, was denn die Alternative zum Worst-Case-Szenario, nämlich Schließung sein muss. Das hat der Arbeitgeber nicht gemacht. Einen Tag vorher wurde der Gesamtbetriebsrat informiert. Also wenn man uns erzählt, man steht Mittwoch früh auf und sagt, Augsburg, schließen, hurra, und greift zum Telefon. Also das glaubt doch kein Mensch. Die Planungen waren schon länger in der Schublade und hier hat man einfach Gesetze gebrochen. Die Behauptungen, die Sie jetzt sagen, diese Motivation, die dahinter steckt, das können Sie in keinster Weise belegen, oder? Belegen ist immer schwierig, weil Sie werden niemals einen Arbeitgeber finden, der sagt, ja, ich mag keine Betriebsräte, was vielleicht mal ein Stück ehrlich wäre in der Arbeitswelt, sondern man schiebt immer Sachargumente vor, betriebliche Zwänge, wirtschaftliche Zwänge. Der Betriebsrat hatte in Augsburg mit Hilfe der Gewerkschaft den Tariflohn durchsetzen können. Das bedeutete für die Mitarbeiter mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub. Im Gegensatz zu Angestellten in anderen Obi-Baumärkten, wo kein Tariflohn gilt. Deshalb ist Görlebecks Verdacht besonders pikant. Die Schließung soll nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sein, sondern um die nach Tariflohn bezahlten Angestellten loszuwerden. Zum anderen sollte laut Görlebeck die stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende aller Obi-Märkte Deutschlands kaltgestellt werden. Sie war hier in Augsburg angestellt. Die These kann man natürlich jetzt nicht anhand von Papier oder Dokumenten oder Tonbandaufzeichnungen beweisen. Aber wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, wo der Gesamtbetriebsrat zusammen mit uns einen Plan entwickelt hat, wie man alle Märkte so schnell wie möglich in Tarifbindung bekommt und wir am Loslaufen waren, geht OBI her und haut die Köpfe der vermeintlichen Vordenker gewerkschaftlicher Natur, haut die Köpfe weg und Ruhe ist. Wir wollen mit Obi über den Fall Augsburg ins Gespräch kommen, fahren zur Unternehmenszentrale in der Nähe von Köln. Das Unternehmen beschäftigt über 46.000 Mitarbeiter. 2015 betrug der Gesamtumsatz 6,7 Milliarden Euro. Wir bekommen kein Interview. Schriftlich teilt uns Obi jedoch mit: Weder die Zahlung eines Tariflohnes am Standort noch die Beschäftigung der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates in dem Markt hatten Einfluss auf die getroffene Schließungsentscheidung. Fast zeitgleich, in Sömmerda in Thüringen, schied der Gesamtbetriebsratsvorsitzende aller deutschen Obi-Märkte aus dem Unternehmen aus. Nur auf andere Weise. Wegen eines Betriebsübergangs. Vor die Kamera möchte er nicht.
Stattdessen treffen wir Thomas Voss von der Gewerkschaft Verdi. Er erzählt,